Ja, herzlich willkommen wieder zu meinem Podcast Hautsache mit Herz. Und ich freue mich heute, eine ganz, ganz liebe Kollegin mal hier begrüßen zu dürfen. Und ja, unser heutiger Gast, das ist für alle, die so ein bisschen ganzheitlich arbeiten, sehr interessant. Und ja, ich möchte sie kurz vorstellen und mich natürlich erstmal bedanken, dass ihr wieder dabei seid, egal wo ihr gerade seid. Ich hoffe, ihr habt schönes Wetter und euch geht's allen soweit gut. Und ja, kommen wir zum Gast. Und unsere Gast ist seit 34 Jahren in der Kosmetikbranche tätig. Sie hat nicht nur eine immense Erfahrung als Kosmetikerin, sondern hat ihre Expertise 2016 mit einer Ausbildung als Heilpraktikerin erweitert. Aber das ist nicht alles. Sie hat auch diverse Ausbildungen im Bereich Naturheilverfahren absolviert und beim renommierten UGB eine fundierte Ausbildung in vollwertiger Ernährung abgeschlossen. Ja, das ist noch nicht alles. Die Liste ist noch nicht vollständig. Sie ist auch noch Trainerin für eine bekannte Kosmetikfirma und hat sich zur Aufgabe gemacht, viele andere Kosmetikerinnen auszubilden. Ihr Hauptziel, ein umfassendes Konzept bereitzustellen, das Kosmetikerinnen ermöglicht, ihren Kunden nicht nur von außen, sondern vor allem von innen heraus zu helfen. Damit sollen ihre Kunden eine gesunde, attraktive Haut und ein gesteigertes Wohlbefinden erlangen. So, ihr Lieben, ich bin schon ganz begeistert und freue mich heute, meine liebe Cornelia Kille zum Podcast begrüßen zu dürfen. Man hat immer so viel Fremde, ne? Aber dann denkt man sich, Mensch, man hat doch selber die Diamanten so in seinem Umfeld. Und ja, habe ich gerade, Conny, kannst du uns mal hier so ein bisschen mitnehmen auf deine Reise der Gesundheit, aber auch der gesunden und attraktiven und jünger aussehenden Haut? Weil das ist ja so deine Expertise. Erstmal schön, dass du da bist, liebe Conny. Hallo Birgit, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist ja auch eine Ehre für mich, an so was Spannendem überhaupt mal teilnehmen zu dürfen, weil so wie du weißt, wir sind immer in unserer Kabine, wir sind immer für unsere Kundschaft unterwegs, aber sowas ist einfach auch mal was Schönes, Neues, Aufregendes, einfach auch mal der Welt da draußen zu sagen, ach, ihr könnt noch was optimieren, weil es geht immer ein bisschen besser. Genau, das ist schön. Und ich finde auch schön, dass wir dich heute mal so ein bisschen anzapfen dürfen, weil viele spielen ja mit dem Gedanken, auch vielleicht den Heilpraktiker zu machen dazu und oder vielleicht sonstige Ausbildung, weil vielen wird ja schon klar, das hören wir ja immer wieder, dass man auch von innen heraus was tun muss, dass man vielleicht auch alternativ noch was mit tun muss, damit die Haut wirklich von innen heraus gestärkt wird, aber auch von außen, weil als Kosmetikerin dürfen wir ja mittlerweile nicht mehr alles tun. Es wird einem ja immer mehr entzogen, ne, durch NISV und da noch eine Auflage und dort und wer weiß, was da auch alles noch kommt, ne? Und eine Ausbildung zur Heilpraktikerin, das dauert ja schon recht lange. Wie lange dauert das? Ja, das kommt ganz drauf an, für was für ein Modul man sich entscheidet. Also im Grunde kann man es im reinen Online-Selbstlernverfahren machen. Davon rate ich persönlich ab. Ich habe die 2-Jahres-Ausbildung gemacht und habe nebenbei in der Praxis gearbeitet. Und für mich gab es tatsächlich 2 Jahre lang nichts wie Lernen, Arbeiten und Schule. Ich kann es jeder Kollegin empfehlen, die es machen möchte, weil es einfach eine Bereicherung für einen selber ist, aber auch für wirklich für unsere Kunden, egal ob männlich oder weiblich, weil wir so viel Wissen noch bekommen, wo wir tatsächlich uns in unserem Beruf als Kosmetikerinnen einfach auch noch mal anders da platzieren können und dürfen einfach. Und ganz wichtig, wirklich dieses Ganzheitliche dann auch mit reinzunehmen. Und die Kunden sind auch wirklich sehr offen da dafür. Genau, du bist auch sehr, sehr ausgebucht. Und deswegen bin ich Ja. so happy, dass ich dich heute noch erwischen durfte, weil ich weiß, du bist ja sehr, sehr, sehr busy und da hast du auch eine Warteliste an Kunden. Und es zeigt ja, wer halt wirklich auch was auf dem Markt Besonderes bietet. Es wird gesucht. Ne? Gesundheit ist sowieso ein Markt, der immer größer wird, weil, naja, Krankheit ist jetzt nicht gerade so was Tolles. Das wollen ja viele Menschen auch nicht, weil, naja, wenn wir heute mal uns so umgucken, ne, einen guten Arzt zu finden, ist schon sehr schwierig. Und dann auch noch, wenn man einen guten Arzt hat, auch dran zu kommen und auch irgendwo eine, ja, der empfiehlt dann ja auch oft weiter. Ne? Dann geht das Prozedere ja erst mal los, wenn man mal richtig erkrankt ist. Wir arbeiten ja, oder ihr als Heilpraktiker, man arbeitet es schon auch
erstmal so an Krankheiten oder kommen viele auch präventiv zu dir? Nein, tatsächlich, als Heilpraktiker an sich kommen Menschen mit Krankheiten. Aus dem Grund ist es für mich auch unheimlich angenehm und schön, zwischen genau diesen Parallelwelten hin und her switchen zu dürfen. In der Kosmetik darf ich mit Menschen arbeiten, die in noch Gesundung einfach was für ihr Wohlergehen einfach tun möchten. Die möchten gesund bleiben, die möchten attraktiv werden oder noch mehr werden, die möchten vitaler werden. Und beim Heilpraktiker ist es ganz oft so, dass Menschen kommen, die ganz viele Jahre noch nie was davon gehört hat, was Prävention, was gesunde Ernährung, was vielleicht auch Nahrungsmitteloptimierung angeht, und erwarten dann natürlich wegen der Krankheit, dass es schnell geht. Und es funktioniert in beiden Fällen nicht. In der Kosmetik funktioniert es nicht, aber auch im Heilpraktiker geht es auch nicht so schnell. Von daher bin ich froh, wirklich immer ausswitchen zu können bei den Menschen, die wollen, und denen, wo es einfach so ein Stück weit schon so ist, die einen Druck dahinter haben, weil der Druck lastet auch dann immer so ein bisschen auch an mir, schnell ein Ergebnis zu haben. Das ist schön. Es ist halt, ich meine, du bist ja jetzt, redet man mal aus der Sicht der Kosmetikerin. Bei dir ist es ja so, dass man ja im Endeffekt besonderen Kunden ja auch helfen kann. Sprich, eben, ich sage jetzt einfach mal, damit du weißt, was ich meine, Akne, ne, Rosacea, und sonstige Geschichten, wo man halt einfach diese ja unruhige Haut oder sensible oder eben jemand, der schon allergisch reagiert. Ne? Da hast du natürlich hier schon natürlich Möglichkeiten anzubieten, die natürlich sehr hilfreich sind. Hast du viele der Kunden, die du dann auch so zweitgleisig dann auch berätst? Also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich fast ausschließlich zweigleisig arbeite, weil wenn man mal so in der Materie auch drin steckt, dann kommt man nicht drum rum, nicht auch mal zu sagen, du, lass uns doch auch mal von innen schauen, lass uns mal einen Bluttest machen, lass uns mal eine Stuhlanalyse machen, weil da liegt ja auch ganz viel verborgen und begraben. Und wenn wir es von innen her aufräumen, dann wird es natürlich auch außen auf der Haut ruhiger, wieder besser und schöner. Und das mögen die Kunden schon auch sehr gern. Oder sie kommen schon genau deswegen zu mir und fragen nach Terminen an. Genau, es spricht sich ja dann auch rum. Ne? Was ist denn so, welche Rolle spielt denn überhaupt Ernährung, wenn es um Thema Haut geht? Haut ist ja unser größtes Organ, ne? Ist ja mit allem verbunden. Ich meine, ich frage dich jetzt für die anderen, was ist denn das Besondere? Warum muss man auf Ernährung gucken, wenn man eine schöne Haut möchte? Ja, die Ernährung ist nicht nur für uns als Kosmetikerin und für die Haut total wichtig. Ernährung ist auch bei allen Krankheiten, ganz egal welche Krankheit, ist tatsächlich das A und das O. Und noch expliziter auch das Thema, die Darmgesundheit im Grunde genommen. Das heißt, das ist leider auch der schwerste Part, weil die Menschen so an ihren Ernährungsweisen auch ein Stück weit festhalten. Das hat immer was mit Mutter und Vater zu tun. Das heißt, das ist diese Ernährung, die soll aus der Familie kommen. Und da jetzt was wegnehmen oder umstrukturieren, bedeutet erstmal Stress, weil wir die einfach schon gewohnt sind, die Ernährung. Und da darf man mit ganz kleinen Schritten auch wirklich den Kunden, die Kundin an der Hand nehmen und sagen, ah, jetzt machen wir zum Beispiel mal das Sonnenblumenöl raus und ersetzen es mal durch andere Öle. Und so mache ich das wirklich ganz mit kleinen Steps, dass sie einfach merken, es ist nicht so radikal, alle Schränke auf, alles, was vermeintlich ungesund ist, raus und dann jetzt nur noch gesund, weil da draußen sind so viele schlechte Ernährungsmythen, die einfach auch gar nicht stimmen, wo ich auch einfach sage, jeder Mensch, egal ob du oder ich, wir haben ein anderes System. Ich kann dir noch so oft sagen, Birgit, ess Tomaten, die sind super gesund, da ist ganz viel Wirkstoffe und Enzyme und Vitamine drin, aber wenn du sie nicht verträgst, dann ist es ganz egal, ob die Tomate gesund oder eben nicht gesund ist. Du verträgst sie einfach nicht.
Und da darf ich einfach die Menschen auch begleiten, zu sagen, jeder darf auch mal so, ich sage wirklich so ein Ernährungstagebuch führen, damit er so nach einem Viertel, halben Jahr einfach auch mal realisiert, was ihm gut tut und was nicht. Genau, und ich glaube, das ist auch so, zu dir kommen wahrscheinlich auch wirklich nur Kunden, die es auch ernsthaft verändern möchten, ne? Das ist ja, man geht ja oft zur Kosmetikerin oder man geht irgendwo hin und sagt sich, naja, jetzt möchte ich aber, dass die das macht. Ne? Das ist ja so oft bei der Kosmetik so. Also ich weiß es von vielen aus meinen Schulungen, die sagen, ja, meine Kunden wollen ihre Produkte nicht mitnehmen, die wollen zu Hause nicht mitpflegen, das ist denen zu teuer oder was auch immer oder zu umständlich. Dann denke ich mir immer, ja, wie will man helfen, ne, wenn man im Endeffekt nicht so ganzheitlich auch da anpacken kann, sprich eben über richtige Produkte, die ja auch ja richtig eingestellt werden und eben auch die richtigen passenden Ernährungsvorschläge. Ne? Wie soll das da funktionieren? Das frage ich mich dann halt auch immer. Ne? Es ist ja immer alles. Wie ist es da bei dir mit Produkten? Du machst ja auch Hautanalyse. Also ich bin da mittlerweile sehr, sehr geradlinig und kommuniziere auch genau das so geradlinig. Ich habe ein ganz großes Verständnis für alle meine Kunden, Patienten, die kommen, die sagen, oh, jetzt habe ich mal gerade von XY das Pflegesortiment gekauft. Dann sage ich aber ganz klar, kein Thema, wir schmeißen nichts weg, weil es hat Geld gekostet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Der Körper ist groß genug, da kann man schön vercremen und verschmieren. Und ich sage das auch dazu, dass man spätestens beim dritten Termin einfach auch Produkte so einsetzen, und zwar die, die ich verwende, weil mit denen kenne ich mich aus. Es gibt da draußen so viele verschiedene Firmen. Da kann man sich nicht überall auskennen. Ich habe mich für eine Firma entschieden, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wie ich was einsetzen muss. Und genau das kläre ich auch tatsächlich bei dieser ersten Kennenlernbehandlung. Die dauert bei mir sehr lang, zum Teil 3, 3,5 Stunden. Und das wissen die Kunden auch. Und ich sage auch, es ist ein sehr informativer Termin, kommt ganz viel Wissen auf Sie zu, aber nehmen Sie sich die Zeit, weil es ist vielleicht jetzt Ihr Grundstock für eine bessere Haut, für ein besseres Wohlgefühl, für eine bessere Vitalität. Wow, also das ist schon, wenn du da 3 Stunden mal jemanden findest, der sich wirklich nur um dich bemüht, geh mal zum Arzt, geh mal in die Apotheke, geh mal irgendwo hin, ne, das sind 3 Minuten, tschak, tschak, oder auch in der Apotheke irgendwo. Ich finde euren Beruf, ich finde den Beruf der Kosmetikerin und wer noch ein bisschen was dazu macht, alleine schon den Beruf der Kosmetikerin ist mittlerweile, wenn man es richtig macht, richtig toll für Menschen, die wirklich auch mal jemanden suchen, der sich Zeit nimmt, der sich bemüht, dich kennenzulernen, der dir wirklich helfen will und nicht nur Dollarzeichen im Auge hat und sagt, naja, ich mach, rubbel mal schnell mit dem Gretchen da drüber. Ne? Das ist es ja nicht. Ne? Eine richtig gute Kosmetikerin nimmt sich Zeit, die bleibt bei dir, die fragt viel nach und die ist wirklich bemüht, deine Ziele zu erreichen. Und das finde ich so schön. Und ich meine, das ist ja auch das Ziel meiner Schulung, wo ich immer sage, ich möchte, dass noch mehr Kosmetikerinnen einfach da auch verstehen, dass das so ganzheitlich ist, dass es eine Beratung ist, dass da viel mehr dazugehört als nur Produkte, sondern auch noch viel mehr rundrum und das ist ein Handwerk. Das ist ein Handwerk und das, was du machst, das ist ja so die Königsdisziplin ja auch noch, eben wenn du sagst, na, mit Heilpraktiker, mit Ernährung. Aber könnte denn jetzt jemand, der sagt, na ja, ich möchte jetzt dann unbedingt Heilpraktikerin werden, aber ich möchte doch irgendwie meinen Kunden helfen. Was könnte der denn noch zusätzlich machen? Gibt es da Möglichkeiten zu sagen, Mensch, ich mache die und die Ausbildung, eine Kurzausbildung? Ich meine, ich habe auch Vitalstoffberater. Wir waren damals auch beim Professor. Wir hatten einen Tag. Wir sind da als Vitalstoffberater mal so richtig eingedrungen. Also beziehungsweise haben wir da so eine kurze Einführung, würde ich sagen, gehabt. Gibt es da irgendwo einen Tipp, wo du sagen kannst, ja, das wäre noch sinnig, sowas mit reinzunehmen? Auf alle Fälle. Und auch da kann ich nur jeder Kollegin sie auch ermutigen, auch tatsächlich da mal wirklich auch Geld in die Hand zu nehmen, und zwar für die Ausbildung für sich selber. Egal, ob das jetzt im Bereich gut beraten oder Verkaufsschulung, was ja genau dein Thema ist, weil das ist so.
auch da ist so viel nicht gutes Wissen da draußen. Und es geht so viel einfacher, wenn man mit sich im Reine ist und weiß, warum man bestimmte Dinge tut, dann kann man das auch dem Kunden genauso rüberbringen und dann steht man, ich sage mal, dann steht man einfach wie eine Eiche und dann ist es klar, das ist mein, so arbeite ich und da gehe ich auch nicht davon weg, weil es einfach meine Philosophie ist. Und für alle die, die jetzt hat sich einfach zusätzlich, sage ich mal, ein zweites Standbein mit dieser Ganzheitlichkeit aufbauen möchten, ganz klar, zum Beispiel die Schönhautexpertinnen ist ja gerade im wirklich im Aufbau, wo wir ganz viele Experten auch wirklich im Team haben, wo es darum geht, alle, die möchten, weil ich finde immer, Wissen ist so eine Hohlschuld. Jeder, wo will, darf und kann sich informieren. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einfach auch da für die eigenen Kunden noch ein umfassendes, ganzheitliches Konzept anzubieten, was ja dann schlussendlich auch wieder im Grunde unserer Kunden gut zugute kommt. Weil machst du was von innen, was gut ist, und zwar ein ganzheitliches Konzept ist. Und wenn du ein ganzheitliches Konzept von außen hast mit einer tollen Firma, dann hast du Synergien, die sind einfach, die sind unschlagbar. Das stimmt. Und da sind wir jetzt gerade auch, Schönheitkonzept ist ja das eine, das ist ja gerade das, was wir kreieren, wo du ja auch sehr unterstützt mit deinem Wissen, ne, als Heilpraktikerin und auch noch viele andere mit dabei sind. Das ist ja so das eine, wo wir wirklich und wo ich ja sehe und hier auch mit euch zusammen ja die Möglichkeit geben möchte, noch mehr Kunden zu erreichen. Es geht ja nicht in erster Linie um uns. Ja, wir haben genug zu tun, sondern es geht darum, da draußen sind so viele Menschen, denen es einfach nicht gut geht, die Hilfe suchen und die halt einfach vielleicht auch mal den Blickwinkel, wo man auch mal vielleicht mit unserer Beratung verändern kann. Weil viele, ich habe das jetzt so die letzten Monate so gemerkt, es sind so viele Menschen, so unaufgeklärt. So, jetzt kommt die zur Kosmetikerin und die gibt jetzt hier mal so den, wie soll ich denn sagen, so eine Steilvorlage und erklärt mal so ein bisschen über die Zelle, über die Zellmembran, über vielleicht auch Ernährungsdinge, die wichtig und essentiell sind für eine schöne Haut. Es geht danach bei vielen weiter, die sagen, boah, das habe ich gar nicht gewusst, ich muss mich da mal informieren, ich muss mal da gucken. Und das ist das Schöne dabei, dass wir hier dadurch, wir können nicht rundherum helfen, dafür ist ja die Ausbildung auch nicht gedacht, der Schönhautexpertin, sondern dass wir hier auf einfache Art und Weise ja auch hier erstmal die Kunden sensibilisieren möchten und natürlich auch durch gewisse Tests natürlich hier auch schwarz auf weiß was mitgeben wollen. Wie siehst du die Zukunft überhaupt der Kosmetikerin? Wie siehst du unser Konzept überhaupt? Das verbindet ja Gesundheit und eben auch die Beauty-Branche sind die zwei stärksten Märkte ja überhaupt auf dem Markt. Wie siehst du das, Conny, für dich? Was hast du da so für ein Gefühl? Also ich persönlich glaube tatsächlich, dass dieses Konzept, das wird bahnbrechend sein, weil wir einfach den Menschen, die da draußen sind, ganz simpel und einfach nicht nur die Basics erklären. Und so wie du das auch schön gesagt hast, da ist so viel Unwissenheit da draußen. Ich mache seit 20 Jahren ganz stoisch wirklich, ich erkläre die Hautpflege von Reinigung, Tonic, wann, warum, wann. Und ich werde gar nicht leid da drin, weil ich einfach sehe, die Leute draußen können es gar nicht wissen, weil woher denn? Weder in einer Parfümerie oder in einem Discounter, keiner berät sie wirklich, auch wie es geht, die Mengeangabe. Dafür sind wir als Kosmetikerin da. Und da geht einfach unsere Reise weiter. Wir nehmen einfach unsere Kunden, neue Kunden mit und sagen, du kannst noch so viel mehr machen für dich, für deine Vitalität, für deine Schönheit, die einfach auch ein Stück weit von innen herauskommt. Und von daher glaube ich, dass wir da was ganz Großes schaffen werden. Und ich glaube, dass auch der Slogan, die Schönhautkosmetikerin oder Expertinnen, die werden bekannt werden, weil die einfach dann für gute Qualität stehen in Beratung, Hautanalyse und ein ganzheitliches Konzept von außen und innen. Und ich glaube, das wird sich einfach rumsprechen.
Das ist ja, und das ist ja auch Ziel und Zweck für die Menschen, weil es nützt ja nichts, wenn auch jemand Akne hat oder jemand Rosazea hat, es immer nur von außen her versuchen zu wollen oder mit Geräten eben auch, ne? Das ist ja das eine, das ist super, aber das Wissen, dass die Kundin zu Hause, manchmal ist es ja auch, wie geht's weiter? Was kann ich noch tun? Dann schickt man sie eben zu euch, zu den Heilpraktikern. Und was haben die oft? Wartezeiten, ne? Wie bei dir ja auch. Und das ist halt das Problem dabei, dass man hier im Endeffekt dann einfach so ein bisschen, ja, wie so, da bleibt es stehen. Ne? Man kommt nicht weiter. Ich weiß es von mir. Ich habe auch viele Kunden gehabt mit Problemhaut. Habe ich auch manchmal gedacht, oh, jetzt bräuchte ich irgendwas noch, um der von innen heraus helfen zu können. Na, und das ist einfach so schön. Und deswegen ist es einfach eine schöne Geschichte, bin ich auch der Meinung. Und vor allen Dingen gemeinsam hier wirklich an einem neuen Konzept zu arbeiten, um aber auch mal diesen Ruf der Kosmetikerin aufzuwerten. Das ist das, was uns ja so ein bisschen auch nicht ärgert, aber es ist halt nun mal so, wie so die Dulli-Dulli, ne, die Schminktante, Nageltante und was wird Uda-Luda. Puderluder, genau, richtig, ne? Und das ist ja auch sowas. Und bevor man jetzt lange eine Ausbildung macht als Heilpraktikerin, was ich weiß, sind viele gescheitert an der Prüfung, die muss sehr schwer sein, ne? Also das ist schon sowas, wo man dann. Ja. Ja, also das ist schon, ich glaube, viele nehmen das einfach auf die leichte Schulter. Das war für mich von vornherein klar nicht das Thema. Deswegen, ich habe vom allerersten Tag auch parallel gelernt. Aber ja, die Durchfallrate lag bei uns in Karlsruhe bei 95%. Wahnsinn, Wahnsinn. Dann stehst du da und hast gelernt eigentlich für nichts, weil ganz viele trauen sich gar nicht, die zweite Prüfung dann zu machen. Weiß ich auch. Und das ist natürlich dann schon schwierig. Gibt es denn bei dir besondere Fälle, wo du sagst, seitdem du so arbeitest, jetzt auch gerade nochmal mit dem neuen Konzept, irgendein Fall, wo du sagst, das war für dich Wahnsinn, das war nochmal so das Döppelchen obendrauf? Kannst du da von der Kundin erzählen? Also, ich hatte eigentlich gerade so einen Patienten-Neuannahmestopp und eine wirklich liebe Kundin, die hat gesagt hat, du, meine Nichte ist gerade mal 19 Jahre alt und hat so massive Probleme mit der Haut und Übergewicht und fühlt sich so einfach gar nicht mehr wohl. Und ich habe dann gedacht, ach Conny, komm, eine mehr, was soll denn das? Und ich habe gesagt, ja, sie soll aber sagen, dass sie eben von dir kommt und wir haben einen Termin ausgemacht. Und ich habe auch gleich am ersten Termin, ich habe einfach auch diesen Bluttest gemacht, wo es darum geht, wie sind denn die Entzündungswerte bei ihr innen drin? Weil wenn die Haut, das war eine Entzündung im Grunde genommen. Du hast gesehen, die ist so übergewichtig, aber mit Sicherheit nicht, weil sie zu viel isst, sondern da stimmt einfach gar nichts mehr. Und wir haben das gemacht und die hat auch gleich wirklich mit dem ganzen Konzept angefangen. Die hat mit der richtigen Pflege von außen angefangen, von innen. Und sie kam nach, ich glaube, 4 oder nach 5 Wochen kam sie. Und ich habe die Tür aufgemacht und ich konnte nichts sagen, weil das so eine krasse Veränderung war. Und sie lacht und sagt, ja, Conny, das ist dein Erfolg. Und dann habe ich gesagt, nee, nicht meiner, du hast es diszipliniert gemacht. Und die hat in diesen 5 Wochen, ich glaube, 6 Kilo abgenommen. Wow. Die, ja, ohne irgendwas anderes zu machen, nur das Konzept. Und die Entzündung, das war kein, nicht mehr, ich sage mal wirklich, ein Feuerlöscherrot, sondern man hat wieder ein Gesicht erkannt. Und die ist total happy. Also die macht es mit Sicherheit richtig diszipliniert und richtig konsequent, weil sie einfach sieht, wow. Mittlerweile haben wir die Ernährung jetzt tatsächlich auch so ein bisschen umgestellt und die ist total happy. Die hat eine Lebensfreude, die kommt aus sich raus. Und das ist für mich das, wo ich sage, wow, was können wir erreichen, egal bei jung, alt, bei was für Problemen. Und das ist auch das, warum ich sage, es macht einfach so viel Spaß, auch als Kosmetikerin zu arbeiten. Ja, kann ich zu 100% unterschreiben. Das war immer, Entschuldigung, wenn ich immer mal so husten muss, aber ich habe immer noch diesen Kloß im Hals. Ich kriege diese Allergie irgendwo dieses Jahr nicht los, aber das ist ja immer so bei mir, wenn es regnerisch ist. Da habe ich so ein bisschen meine Plage mit. Aber
Das ist ja genau das, was ich auch bei meinen Kunden so hatte. Das war eigentlich auch immer das Schönste, wenn die dann reinkamen oder auch was mitgebracht haben, so aus Danke heraus, aus voller Euphorie und gesagt haben, Birgit, vielen Dank, ohne dich hätte ich das nicht geschafft. Und ja, das ist eigentlich, das ist das, so stelle ich mir eine Kosmetikerin vor, die mit Leidenschaft und Rundrum-Paket hier ihren Kunden unterstützt und hilft. Conny, was hältst du noch mal so abschließend so von dieser ganzen Geschichte? Weil HP machen ja viele, weil sie unterspritzen wollen. Was hältst du denn davon? Ist das Ist ein sehr spannendes Thema. Also als ich die Heilpraktiker-Ausbildung begonnen hat, war das für mich gar nicht auf meiner Agenda drauf, bei mir ging es um die Gesundheit. So, dann war ich da drin und eine Freundin von mir hat sich aber genau auf diese Richtung spezialisiert. Und schwupps war ich in einem Kurs drinne, um zu unterspritzen. Und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich sehr gut spritzen kann. Und dann ist man schneller, wie man gucken kann, in anderen Kursen drin. Und ich habe wirklich eine Menge Geld in diese Thematik investiert. Und ich mache es heute einfach nicht, weil ich aber nicht dahinter stehen kann. Aber was ich mache, und da bin ich sehr stolz drauf, ich berate ganz viele Kunden und erkläre ihnen aber einfach auch ganz fair, was zum Beispiel Nebenwirkungen sein könnten, die man nicht jetzt sofort sieht, aber vielleicht in ein paar Jahren. Weil ganz viele realisiere gar nicht, dass du durch dieses immer Unterspritzen in diesen Nasolabialfalten sich auch den Lymphfluss abdrücken. Das heißt, da macht auch der Heilpraktiker oder die Kosmetiker macht da nichts falsch. Das ist aber eine ganz normale Reaktion. Da bleibt was im Gewebe drinne und die Lymphe kann einfach nicht mehr richtig fließen. Und dann wundern sie sich, wenn sie mit der Zeit so Hängebäckchen bekommen. Und ja, das kann einfach sein. Und für mich war einfach dieses Risiko, dass irgendwo ein Verschluss da ist, da bin ich nicht bereit dafür, das Risiko zu tragen für mich. gibt ja auch so schöne Behandlungen heutzutage, wo man ja auch gibt, vielleicht noch mal kurz einen Tipp, was du empfehlen würdest, gerade Nasolabial, Lippenfältchen, alles, was man halt so tun kann. Hast du da so einen Tipp, wo du sagst, Also das? ja, es gibt natürlich schon auch invasive Therapien, Methoden, die man machen kann. Auch zum Beispiel tatsächlich die Mesotherapie. Da gibt es ja in der Kosmetik die nadelfreie Mesotherapie. Das wird meistens mit Strom gemacht. Auch das ist eine tolle Sache. Aber auch da, man kann ganz dünnflüssiges Hyaluron ganz fein unter die Haut applizieren, was sich nicht verklumpt, wo es keine Rückstände gibt. Also es gibt genügend tolle Möglichkeiten wirklich auf dem Markt. Und bei der Kosmetik muss ich immer sagen, nicht immer viel hilft viel. Also ich bin jemand, wo eher zurück zu den Basics gegangen ist schon vor langer Zeit. Also ganz wenig Geräte verwendet. Aber wenn, dann empfehle ich es als Kur. Das heißt mal 6 Behandlungen, eine richtig tolle Needling-Kur hintereinander. Oder einfach in Kombination. Aber auch da eher weniger ist mehr. Pfleg von außen, Pfleg von innen. Und du hast wirklich so viel mehr Gewinn für deine Haut. Genau, das ist schön. Und du machst ja auch Vorträge, also die nächste Zeit ja auch mehr zum Thema schöne Haut von innen und außen. Ne? Und es gibt jetzt auch gar nichts mehr, was ich dich fragen würde, Conny. Wir haben jetzt so vieles schon so, und es sind ja hier auch Kosmetikerinnen, die ja auch hier zuhören, unsere Zielgruppe ist. Und ich glaube, es geht ja nur darum, dass man einfach auch mal darüber spricht und auch mal wieder anregt zu sagen, hey, wenn du wirklich deinen Kunden das Beste geben möchtest, dann geh in die Beratung rein. Ich Ja. sage auch, berate und lass los. Ja, berate, gib das, was du weißt, die Kunden kommen, wenn sie, Mensch, ich krieg doch sonst nirgendwo das Wissen her, warum soll ich es denn nicht hier auch vielleicht buchen, kaufen oder wie auch immer? Und deswegen, je besser du wirst in deiner Beratung, und die Conny macht das ja hier auch wirklich exzellent, deswegen, ja, klappt ja auch alles sehr, sehr schön bei dir. Deine Kunden sind ja auch deswegen glücklich, weil sie wirklich mitarbeiten, ne? Weil sie es verstanden haben, weil du auch kundisch sprichst, ne? Ja, als Kundisch habe ich ein ganzes Stück weit auch von dir wieder gelernt. Ja, aber schenkt euren Kundinnen Zeit. Das ist das allerhöchste Gut.
Und genau das werden sie danken. Aufklärung, Zeit. Genau. Und es gibt ja auch einen schönen Vortrag mit dir und noch eine Heilpraktikerin. Wer den gerne sehen möchte, kann gerne auf die Conny zukommen, weil da geht es nämlich gerade darum, was man tun kann, von innen eben auch und von außen für die Haut. Und da ist ganz, ganz vieles, was halt wirklich, ich finde, sehr aufklärend. Auch dieser Vortrag finde ich richtig super gemacht. Also den könnt ihr gerne bei der Conny oder bei mir anfordern, könnt ihr gerne anschauen. Und wer sich auch so für ein Konzept interessiert, eben auch mit einer Zusammenarbeit eben mit der Cornelia, weil die bildet da ja jetzt auch gerade aus. Wir werden jetzt auch so in die Ausbildung weiter vertiefen, noch die nächsten Monate. Der kann gerne auf mich oder auch auf Conny zukommen. Das sind wir natürlich hier gerne bereit, euch auch euch aufzuklären oder mal ein Gespräch zu führen. Conny, gibt es noch abschließend irgendwas, wo du sagst, das möchtest du deinen Kolleginnen noch mitgeben? Eine ganze Menge. Da wird unsere Zeit nicht ausreichen. Ja, ich würde tatsächlich meinen Kolleginnen ans Herz legen, investiert nicht ganz so viel Zeit und Geld und Energie jedes Jahr, jedes zweite Jahr in neue Geräte, sondern kommt ein Stück weit zurück zu unseren Kunden, weil die brauchen uns, unsere Herzlichkeit. Die mögen auch euch mal wieder die Finger spüren. Die wollen auch mal wieder eine gute Massage. Und schaut wirklich, dass ihr der Kundin so viel wie möglich A, Fragen stellt, gut beantwortet und einfach sie ein gutes Support einfach abliefert. Immer beim Ball bleiben. Ja, und das, was man verspricht, auch hält, ne, damit man auch wirklich hier weiß, du bist ein verlässlicher Partner, weil ich glaube oder bin mir fast sicher, wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft gucken, Hautgesundheit wird immer wichtiger, gerade Ja. jetzt in der Pandemie. Ne, viele haben ja auch Probleme dann auch noch gesundheitlich und Haut zeigt ja auch immer, wie es einem geht. Ne? Das ist ja, man merkt ja, wenn du siehst aber heute schlecht aus. Ja, woran sieht man es denn? Ne? Nicht an der Leber, nicht an der Niere, sondern im Gesicht, an der Haut. Ne? Ja. Oder hey, du strahlst so, du siehst so entspannt aus. Ne? Mensch, du siehst rosig aus. Das sagt man ja nicht einfach so, sondern das ist das Endergebnis einer schönen, gut gepflegten, attraktiven Haut, die gut regenerieren kann, die gut funktioniert, die widerstandsfähig ist und auch entspannt ist. Und das wünschen wir unseren Kunden doch alle. Ne? Auf alle Fälle. Und schließt euch einfach auch als Kolleginnen zusammen einfach. Nichts ist schöner, wie endlich mal in einem Team gemeinsam zu arbeiten, zu lachen, Spaß zu haben und einfach mit Genuss, mit ganz viel Genuss und Freude an Projekten gemeinsam zu arbeiten, weil dieses Vervielfältigen, es ist doch mir egal, ob die Kollegin in Landau oder Hannover das Gleiche macht wie ich. Ja, ist doch super. Wenn es bei mir funktioniert hat, warum soll es denn da nicht auch funktionieren? Ja, und Hört wenn auf mit jeder, der Stutenbissigkeit. genau, und wenn jeder ausgebucht ist, dann geht es doch auch gar nicht mehr darum, um Kunden. Und jemand, der gut arbeitet, ist irgendwann ausgebucht. Und jemand, der sein Marketing versteht, sein Branding versteht, einfach jemand, der auch das Wording versteht, da gibt es gar nichts anderes. Und das merke ich halt auch immer mehr, Conny, dass die Frauen in der Kosmetikbranche, die wirklich verstehen, ehrlich, herzlich, auf ihre Kunden zuzugehen, die lernen auch zu lachen, ja, die auch so ein bisschen frei sind von, na ja, ich gebe dir, aber ich will, ne, sondern so dieses, ich gebe dir und mach du draus, was für dich richtig ist, aber meine Aufgabe ist, dir das Wissen zu geben. Das ist der Wahnsinn. Also da geht wirklich im Moment die Post ab, das ist richtig toll und deswegen Qualität wird in der Zukunft immer mehr und ich habe neulich so einen schönen Spruch gelesen, dass auch einer gesagt hat, das Produkt wird es in Zukunft nicht mehr sein, sondern der Mensch, der hinter dem Produkt steht und die Herzlichkeit nach vorne bringt. Das ist die Zukunft und die werden auch weiterhin bestehen bleiben. Bin ich 100% der gleichen Meinung, ja. Sehr schön, Conny. Deswegen arbeiten wir auch zusammen, weil es einfach Spaß macht, weil es mit Herz ist, weil es einfach schön ist und genussvoll. Und Conny, ich wünsche dir noch alles Liebe, weiterhin tolle Kunden. Bedanke mich hier für dieses, ja, Interview. Und falls jemand Fragen hat, wie gesagt, kommt auf Conny zu. Die ist wirklich immer bereit zu helfen. Also ich kenne kaum einen Mensch, der so hilfsbereit ist wie unsere Cornelia, die so offen ist auch dafür und auch sich immer die Zeit nimmt. Und von daher findet ihr auch alles in der Infobox. Und da freue ich mich, wenn wir auch nächste Woche wieder einen tollen Gast hier haben.
und hier auch wieder uns mit einem tollen Interview miteinander austauschen können, dass ihr wieder Mehrwert daraus ziehen könnt. Conny, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, für dein Dasein und sage wieder Tschüss und danke für euer Zuhören und schön, dass ihr dabei wart.